Ja. Scheitern ist deshalb wichtig, weil es einen ja nach vorne bringt. Es gibt für mich zwei Fächer in der Schule, die ich ganz wichtig finde und wo das Scheitern schon von Haus aus angelegt ist. Das ist immer Musik und Sport. So, bei Sport bei Ihnen? Ja, natürlich, weil das ist bei jedem Menschen so. Sie können ja theoretisch immer noch schneller laufen. Sie könnten ja noch mehr trainieren. Sie könnten noch eine Runde mehr schaffen. Das heißt, dieses zu spüren, meine Fähigkeiten sind begrenzt. Ich kann mich aber verbessern. Dafür muss ich mich aber anstrengen. Mal klappt es nicht. Dann freue ich mich über einen Sieg. Dann muss ich aber auch verlieren können. Ich muss mich in einer Mannschaft ein- und unterordnen können. Das sind ganz wichtige Dinge. Und in der Musik ist es im Grunde ähnlich, weil ich nie zur letzten Perfektion komme.